Also heute habe ich mir gedacht, machen wir wieder ein Vierer-Paddle-Umbau-Video. Nur diesmal mit einem programmierbaren Chip. Da viele fragen, wenn ich schon vier Paddles habe, würde ich die gerne umprogrammieren. Denn X zum Kreis, klar, aber was kommt denn auf die anderen zwei? Man kann ja Steuerkreuz belegen oder R2, L2 und so einen allen möglichen Kack. Und um euch das auch zu ermöglichen, biete ich jetzt auch einen programmierbaren Chip an. Und diesen kann man dann gegen einen Aufpreis haben, aber nicht vergessen, der Einbau davon ist nicht sehr einfach. Ich habe ja schon mal gezeigt, wie man die Vierer Paddles einbaut, deswegen werde ich das gleich ein bisschen überspulen, damit das Video nicht wieder zu lang wird, denn das Wichtige ist natürlich der Einbau des Remappers. Es gibt eine PDF-Anleitung zum Einbau des Remappers. Diese kann ich euch jedoch nur senden, wenn ich eure E-Mail habe oder WhatsApp oder sowas, denn PDFs kann ich nicht irgendwie in YouTube-Kommentare stellen, das geht leider nicht. Und per eBay-Nachrichten oder sowas, keine Ahnung, oder so geht das nicht. Wenn ihr in meinem Store kauft, habe ich automatisch eure E-Mail, dann kann ich das dahin senden. Mal legen wir los, ich habe schon angefangen, die Controller-Seite aufmachen. Die hier wurde schon mal lackiert. Und mit welcher Seite fangen wir an? Wie immer mit der Seite hier. Wie schon beim letzten Mal erklärt, müssen wir etwas wegknipsen, um Platz zu machen für die vier Knöpfe gleich. So, dann gehen wir mal auf die Rückseite, positionieren wir das, wie es am besten passt. Ich habe jetzt ein Edding genommen, um das zu markieren, danach erst durchzubohren. Ja, das passt so gut. Das heißt, wir können die Löcher schon ein bisschen größer machen. Und die Schrauben rein. So, jetzt wieder markieren bei den Paddles, wo die Knöpfe hin sollen. Ist ja auch leicht, einfach darunter einen Punkt machen, wo es am besten passt. Jetzt aufpassen, dass ihr die richtigen Aufsätze nehmt, weil das ja dünne Schrauben sind. Damit die gleich auch gut durchpassen. Deine Knöpfe sind, sorry. Hier kurzer Zwischenstand, Löcher sind alle gebohrt. Ich werde das jetzt wieder vorspulen, wie ich alle die Knöpfe einklebe, da das ja nicht wichtig ist. Ihr habt es in dem anderen Video schon gesehen. Und ja, bis jetzt habe ich auch vorgespult, das ist ja alles selbsterklärend, ist auch bei jedem Paddle gleich. Die Schritte ändern sich ja nicht. Das heißt, erst Löcher bohren und jetzt die Teile einkleben und das mache ich dann wieder auch im Schnelldurchlauf. Also, ich habe das jetzt alles zum Trocknen getan und so. Solange können wir uns dieser Seite hier widmen. Und wir brauchen ein paar Vorbereitungen dafür, zum Beispiel die Batterie erstmal rausnehmen. Batteriehalterung brauchen wir auch hierfür nicht. Denn wir wollen ja, jedenfalls passt es sonst nicht, wir wollen die Vibrationsmotoren entfernen. Bei den Vierer Scuffs passt es meist in den Knöpfen nicht. Wenn ihr es flach klebt und sowas, den Heißkleber, dann könnt ihr die Vibrationsmotoren dran lassen. Aber ich mache die grundsätzlich weg, da der Controller leichter, ich habe die Vorteile schon genannt, auf jeden Fall wird er leichter, die Batterie hält länger, man hat mehr Platz innen drin, wo man die Kabel verstauen kann und so weiter. Deshalb mache ich die immer weg. So. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr, und
Man kann halt mit Heißkleber viel arbeiten, man muss nicht sparen, wodurch dann natürlich die Knöpfe auch länger halten. So, das hier haben wir schon mal weggemacht. Das nächste, was wir brauchen, ist dieses Teil. Denn das hier brauchen wir auch nicht. Das kann ebenso weg. Das können wir schon mal zurück tun hier in die Halterung. Ganz getrocknet, sonst könnten wir jetzt weitergehen. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Ständer oder irgendwas, was das gleich festhält. Daher habe ich mir hier so einen riesen Kraken-Oktopus-Teil gekauft, aber davon brauche ich nicht so viele Arme jetzt. Gut. Jetzt können wir mit Lötzinn und mit einem Lötkolben hier den Punkt an dem Touchpad-Pin löten. So, das war es auch schon. Das geht ganz, ganz schnell. Wir können das hier wieder frei machen. Das kommt jetzt alles zusammen wieder in. Das habe ich ja schon mal bei dem programmierbaren Chip erklärt. Alles zusammen kommt jetzt wieder hier rein. Theoretisch habe ich euch dasselbe schon mal gezeigt, nur ohne Vierer-Pedals, sondern mit Zweier-Pedals. Das Prinzip ist jedoch genau dasselbe. So, ich klebe noch die Platine an, also den SCUF-Chip an die Platine. Es gibt viele Leute, die machen das nicht. Ich mache es, weil ich es leichter finde, danach zu löten, wenn alles an Position sitzt. So sieht das aus. Sieht gar nicht nach einem fertigen SCUF aus. Auch nicht in Richtung, aber ich kann nicht schon mal sagen, dass 90% der Arbeit erledigt sind. Und jetzt nur noch einfach Dinge kommen. Bis auf das hier ist auch wieder Fummelarbeit, nämlich das Kabel an die LED löten, entweder rot, blau oder grün. Dafür gibt es hier diese ganz kleinen Kondensatoren. Da muss man sich einen von auswählen. Ich nehme mal den untersten, das ist blau. Und an diesem Kondensator lötet man dann das LED-Kabel. Das ist ja schon von Anfang an beim gekauften Chip dabei und dran gelötet. Und dies muss man jetzt einfach nur noch anbringen. Ja, mit gutem Lötzinn und einem soliden Lötkolben dürfte das auch kein Problem sein. Dann können wir auch schon wieder das Touchpad-Kabel reintun. So, der Heißkleber müsste jetzt getrocknet sein. Das heißt, alle Klemmen kann ich abmachen und kurz gucken. Klicken dann alle. Das hört sich hervorragend an. Daher können wir jetzt auch die Batteriehalterung gleich wieder drauf tun. Genau, bei dem Modell hier muss man diese Nase hier, den Pin abknipsen, damit das passt. Aber die Schraube hält die Batteriehalterung ja sowieso an Position. Ist ein bisschen groß, ich überlege, die Batteriehalterung rauszunehmen, weil das schon stark drückt. Das würde dann später vielleicht Probleme verursachen. Denn bei dem Chip ist ja hier ein Mikrochip, der große. Und wenn die Platine und alles da drauf drückt, dann kann das Fehler verursachen und Probleme. Und daher würde ich den vielleicht sogar rausnehmen oder empfehlen, rauszunehmen. Das bringt natürlich wieder mehr Platz. Die Batterie wird wahrscheinlich sowieso nicht rumfliegen und eh nicht, denn die Kabel drücken ja dagegen. Und wenn man den Controller gut zuschraubt, dann passiert da nichts. So, das heißt, wir brauchen jetzt Batterie. Rum. Und das Flexkabel wieder zurück tun. Genau. Man kann jetzt schon mal überprüfen, funktioniert das, indem, wenn man es anmacht, dann blinkt das hier, wie man gerade gesehen hat. Wenn man jetzt Touchpad 5 Sekunden drückt, dann müsste es auch in diesem Programmiermodus genau rumspringen. Das heißt, sowohl die gelötete Stelle vom Touchpad funktioniert, als auch die gelötete von der LED. Und das ist sehr gut.
Denn das ist das Wichtigste. Und jetzt nehmen wir die Schrauben erstmal von dem Controller und schrauben diese zu. Also am besten erst die Schrauben zuschrauben, bevor man die von den Pedals wieder zurückschraubt. Da jetzt alles funktioniert, haben wir auch die zugeschraubt, die vier Schrauben vom Controller, und man hört, wie diese klicken. Das heißt, wir können auch noch ganz schnell die Schrauben von den Pedals dran machen, und jetzt kann es sein, dass zum Beispiel das Pedal zu dicht ist an den Knöpfen und sowas, also zu nah dran, und dass man diese dann nicht schön drücken kann, beziehungsweise dass diese nicht mehr zurückspringen, sondern wenn man die drückt, dann bleiben die in der Position. Und ich glaube, das wird bei einem oder zwei Knöpfen so sein hier, denn ich habe die eng dran gemacht. Mal sehen. Genau. Hier links und rechts habe ich hier schön Platz gelassen. Die funktionieren super auch so. Und hier rechts und links ist leider so, dass die so nah da dran liegen, dass das nicht mehr zurückspringt. Das habe ich auch schon erklärt, was man da macht. Am besten nimmt ihr einen Föhn und tut ein Stück Papier erstmal drunter, damit der Föhn nicht den Rest erhitzt, sondern wirklich nur diese Stellen. Denn wenn du den Rest erhitzt, ist es blöd, da kommen unschöne Bilder. Macht's einfach so, drückt das rein und macht das so lange, bis ihr ein Klicken hört, wie es rausspringt. Beide Klicken waren da, das heißt, der Knopf ist rausgesprungen und der Knopf drückt jetzt von alleine die Pedals hoch. Dann noch ein bisschen positionieren. So, das passt ja schön. Ich bin anscheinend in irgendein Spiel gegangen. Genau, jetzt klappt es bei allen. Und das war's auch schon. Ich glaube, ich habe jetzt eine Stunde oder so insgesamt für den Umbau gebraucht. Ihr werdet dann wahrscheinlich, wenn ihr das zum ersten Mal macht, anderthalb Stunden oder so brauchen. Lasst euch da ruhig Zeit bei dem Umbau und macht das vorsichtig. Ihr habt ja gesehen, da gibt es einige Tücken. Lasst euch da wirklich Zeit. Und dann habt ihr, indem ihr anderthalb Stunden, ein paar Runden dann Fortnite ausgesetzt habt, habt ihr dafür am Ende einen Mega-Controller, und dafür werden die restlichen Stunden Spielzeit und so weiter viel, viel mehr Bock machen. Vor allem mit Vierer-Pedals. Und ich zeige euch noch schnell, wie man das programmiert, für jeden, der es weiß. Ist egal, dann könnt ihr ja schon das Video beenden. Man hält das Touchpad 5 Sekunden lang fest. Kommt in diesen Modus, es blinkt, 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 bla bla bla. Jetzt sucht man sich das Pedal aus, welches man belegen will. Ich nehme mal hier das oben links, hält das fest und dann drückt man Dreieck. So, jetzt hat es geblinkt, dann drückt man nochmal aufs Touchpad, jetzt ist es einprogrammiert. Also ihr könnt auch erstmal 5 Sekunden wieder festhalten. Solange ihr im Programmiermodus seid, könnt ihr jedes belegen. Das heißt, ich mache jetzt mal das unten rechts, drücke X, so, und jetzt mache ich mal das unten links und drücke Kreis und mache mal das oben rechts, Viereck. Und jetzt beende ich erst den Modus und jetzt sind alle gespeichert. Also alle funktionieren jetzt genau wie einprogrammiert. Und das war's auch schon. Im Endeffekt, der Einbau ist nicht so einfach, aber man hat viel, viel Gutes daraus. Und es sieht einfach mega geil aus. Pedals auf der Rückseite so, die fühlen sich auch mega, mega nice an. Natürlich, wenn meine Kamera nicht ranzoomt. Das Geräusch ist auch mega. Also liegen perfekt, wirklich. Gut, das war's.